Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute haben wir die erste Squad Building Challenge am Start und wir werden heute auch eine Abrechnung machen. Das heißt, wir werden am Ende schauen, wie viel haben wir ausgegeben und wie viel ist am Ende rausgesprungen. Haben wir Gewinn gemacht oder haben wir Verlust gemacht mit dieser Squad Building Challenge und wir gehen da jetzt direkt rein und das ist nämlich die Anstoß Squad Building Challenge. Man bekommt dafür ein nur Spielerset, das sind 4 goldene Spieler, 4 silberne und 4 bronzene. Einer davon ist selten, also da kann theoretisch was drin sein, ist jetzt aber nicht so was. Wahrscheinlich. Die ganze Challenge besteht dann nochmal aus 3 weiteren Unter-Challenges. Hier bekommt man ein Premium-Bronze-Spielerset, hier ein Premium-Silber-Spielerset und hier dann nochmal ein Premium-Gold-Spielerset, also ein 25k-Pack. Und ich werde euch jetzt natürlich genau die Lösungen zeigen, euch auch ein bisschen erklären, wie viel ich ausgegeben habe und so. Und das ist an sich auch schon das Ganze, was wir hier heute machen. Also, wir beginnen einfach mal mit dem ersten Team. Ich blätter das Ganze einfach mal schnell durch. Falls ihr euch die Spieler nachkaufen wollt, ist jetzt natürlich nicht so intelligent. Denn ihr habt ja ganz viele Bronzespieler im Verein aus den Starterpacks bekommen. Und deswegen müsstet ihr da auf jeden Fall diese Spieler nehmen. Ihr braucht hier nur 60 Chemistry und das geht auf jeden Fall mit euren Starterpacks ganz normal klar. Dazu habe ich mir dann eben noch einen seltenen geholt. Den hatte ich schon und dann brauchte ich eben noch einen seltenen und da habe ich mir dann eben den hier einfach geholt für 200 Münzen. Das heißt, hier haben wir eine Ausgabe von 200 Münzen, also das ist jetzt nicht wirklich viel und deswegen ist das auf jeden Fall die günstigste von denen und dann müsst ihr einfach nur eure Bronzespieler nehmen, die ihr sowieso im Verein habt. So, wir senden die erste ab und da bekommen wir dann eben diese kleine Belohnung schon mal. Ja, okay, das Ganze wird uns jetzt nochmal erklärt, aber ich denke mal, wir wissen schon, wie Squad Building Challenges ungefähr gehen. Das zweite ist dann hier mit 70 Chemistry und Silberspielern. Wieder 2 seltene Karten und da habe ich mir auch einmal den Anestis geholt. Anestis, keine Ahnung, ob man den so ausspricht. Und einmal den Nguyen. Ich habe einfach irgendwelche für 300 Münzen mir geholt und das sind an sich auch meine Spieler. Die restlichen Spieler dürften, glaube ich, alle Erstbesitzerspieler sein und so ist es auch. Ja, die restlichen Spieler sind wirklich alles Erstbesitzerspieler. Versucht einfach da wirklich auch Spieler aus dem Verein zu nehmen, wieder Spieler aus den Starterpacks oder so. Und ansonsten holt ihr euch da einfach irgendwelche Silberspieler für 150 Münzen auf dem Transfermarkt und dann passt das auch. Also ihr braucht hier einfach nur 2 seltene und das ist jetzt auch nicht wirklich so schwer. Ich habe hier für diese SBC sozusagen extra nochmal 600 Münzen ausgegeben für diese beiden Silberspieler. Das heißt, wir stehen im Moment bei 800 Münzen Ausgaben, denn ich habe ja vorhin auch 200 Münzen für den anderen Bronze-seltenen Spieler ausgegeben. Und jetzt kommen wir zur schwierigsten bzw. zur teuersten Challenge und das ist halt die Gold-Challenge. Da gehe ich jetzt auch nochmal schnell durch. Und zwar habe ich für die Gold-Challenge auch nochmal ein bisschen was bezahlt, auch nicht sonderlich viel, aber insgesamt stehen wir bzw. stehe ich bei meinen Ausgaben bei 2700 Münzen. Ja, ich habe 2700 Münzen für diese SBC insgesamt ausgegeben. Das ist natürlich nicht viel, ja, und das ist eben ganz gut, weil man bekommt ja ein 25k-Pack, das heißt, ich kann da eigentlich nur Gewinn machen. Insgesamt gebt ihr wahrscheinlich so circa 5000 Münzen aus. Denn hier in diesem Team könnt ihr natürlich eure Erstbesitzer-Goldspieler nehmen, die ihr am Anfang bekommen habt, wie zum Beispiel, glaube ich, der hier. Der ist untauschbar, den habe ich ganz am Anfang bekommen. Den habe ich da einfach reingepackt. Das ist einfach auch ein Spieler aus den Starterpacks. Da würde ich euch raten, eben eure goldenen Starterpack-Spieler da reinzubauen und dann eben 2 seltene Spieler irgendwie. Und ja, den Rest, den müsst ihr halt einfach fertig bauen. Es ist wirklich nicht teuer, ihr könnt da wirklich, also die ganzen Calcio A-Spieler zum Beispiel, könnt ihr wirklich für 400 Münzen auch bekommen. Montolivo habe ich für 700 Münzen mir geholt. Also diese Challenge kostet wahrscheinlich so, ja, bisschen weniger als 5000 Münzen und für die anderen müsst ihr jetzt auch nicht wirklich viel mehr zahlen. Das heißt, für euch kostet die ganze SBC wahrscheinlich so circa 5000 Münzen. Ich hatte halt ein bisschen Glück, sage ich mal, dass ich hier bei den Goldspielern halt einfach schon viele im Verein hatte, weil ich halt einfach vorhin 1-2 Packs gezogen habe. Aber ja, sagen wir einfach mal, 5000 Münzen kostet die für euch. Okay, für mich 2700 Münzen. Für euch wird sie aber so circa 5000 Münzen kosten und deswegen gehen wir von 5000 Münzen aus, damit das Ganze ein bisschen, ein bisschen verständlicher ist, ein bisschen realistischer, denn 2700 Münzen ist schon extrem wenig. Hier bekommen wir dann eben das 25k-Pack und dann haben wir die ganze Challenge abgeschlossen. Anstoß ist abgeschlossen und hier bekommen wir dann das Nur-Spieler-Set. Wir gehen natürlich jetzt direkt in den Shop rein und schauen, wie viel Gewinn wir machen werden. Ich hoffe natürlich, dass wir überhaupt Gewinn machen werden. Wir öffnen natürlich zuerst das Bronze-Pack und schauen einfach mal, ob da direkt irgendwas Gutes drinnen ist. Und da haben wir zumindest eine seltene Karte. Und das ist Taft. Ja, wobei, eine seltene Karte ist eigentlich klar, das ist wie ein Bronze 25k-Pack.
Taft, Müller und Nicholson und sonst auch noch ein Premier League Spieler hier. Ich schaue einfach mal, ob irgendjemand von diesen Spielern was wert ist und dann werde ich euch circa sagen, was dieses Pack insgesamt dann wert ist. Also insgesamt kostet dieses Pack so circa 1200 Münzen. Der erste Spieler hier, der ist schon mal ein bisschen was wert. Es gibt zwar einen, der für 200 Münzen drin ist, aber der wird wahrscheinlich weggekauft. Das heißt, den können wir für 200 Münzen mal reinstellen und ja, da stehen wir mal bei 200 Münzen jetzt. Also dann haben wir hier Müller und der ist eben aus der Bundesliga, das heißt, der ist schon ein bisschen was wert. Da sehen wir, dass der hier für 500 Münzen als niedrigsten sozusagen reingestellt wurde. Den können wir also auch so für 400 Münzen locker verkaufen, das heißt, wir stehen jetzt bei 600 Münzen. Der nächste Spieler ist halt ein ZOM mit 80 Tempo, deswegen ist der auch nicht ganz so schlecht. Hier ist einer auch für 200 Münzen drinnen, das heißt, wir können ihn auch für 200 reinstellen, das heißt, wir stehen bei 800 Münzen. Und die restlichen Spieler da sind auch sicherlich ein bisschen was wert, aber der einzige, der hier wirklich noch was wert ist, ist der gute Mann. Und zwar, ja, sehen wir hier 600 Münzen, ja, sowas in etwa. Das heißt, wir können den auch nochmal so, sagen wir, für 400 Münzen reinstellen. Das heißt, insgesamt stehen wir bei 1200 Münzen bei diesem Pack, aber ich rechne jetzt einfach mal 1000 Münzen. Wir müssen die 5% EA-Gebühren natürlich auch abrechnen noch. Wenn wir die Spieler verkaufen, dann wird dann immer was abgezogen, die 5% eben. Das heißt, sagen wir einfach mal, dieses Pack ist circa 1000 Münzen wert. Das heißt, wir haben jetzt sozusagen nur noch 4000 Münzen Verlust mit dieser SBC gemacht. Und dann gehen wir auch schon direkt rein ins nächste Pack und zwar ins Premium Silber Spieler Set. Da könnte auf jeden Fall auch mal gut und gerne irgendwas Overpoweredes drinnen sein. Seltener Spieler ist natürlich klar und es ist Van Overeem. Ist natürlich, glaube ich, komplett falsch ausgesprochen, aber den habe ich auf der Transferliste gehabt und der war über 1000 Münzen wert. Ja, ihr seht es hier, der kostet 1300 Münzen. Ich werde jetzt bei allen Spielern nochmal kurz schauen und dann insgesamt euch circa wieder sagen, was dieses Pack wert ist. Okay, also ich habe mir die Spiele jetzt angeschaut und ja, Van Overeem ist halt so 1300 Münzen wert circa. Ich stelle ihn aber jetzt rein mal für 1100 Münzen. Das heißt, wir stehen bei 1100 Münzen schon mal für dieses Pack. Dann gehen wir rein zum nächsten Spieler, der spielt halt in einer ganz guten Liga, deswegen ist er auch ein bisschen was wert. Der ist auch nochmal so 1000 Münzen wert, den stelle ich rein für 800 Münzen, das heißt wir stehen bei 1900 Münzen. Dann haben wir hier den Krause, der ist auch ein bisschen was wert, der ist ganz oft hier für 10.000 Münzen drinnen, einmal für 550, das heißt ich stelle ihn jetzt hier für 400 Münzen rein, beziehungsweise machen wir 500 Münzen, das heißt wir stehen bei 2400, ich hoffe ich habe mich jetzt nicht verrechnet, ich war mir gar nicht sicher, wo wir vorher waren, 2400 sagen wir jetzt mal, dann haben wir noch Solanke, glaube ich spricht man den aus, 2400, den können wir auch nochmal für 500 Münzen reinstellen, sind wir bei 2900 und dann sind hier noch weitere Spieler drinnen, die sicherlich alle ein bisschen was wert sind, das heißt wir gehen hier hoch noch auf 3000, das bekommt man locker raus hier, das ist wahrscheinlich sogar 4000 Münzen wert das Pack, aber wir sagen mal 3000 Münzen, das heißt, wir haben nur noch minus 1000 Münzen sozusagen, also wir haben 1000 Münzen Verlust und wir haben ja noch ein 25k-Pack, also da macht man auf jeden Fall zu 100% Gewinn mit dieser Squad-Building-Challenge. Ja, und wir haben ja nicht nur das 25k-Pack, wir haben ja auch noch dieses Nur-Spieler-Set, welches wir jetzt auf jeden Fall mal öffnen, da könnte an sich theoretisch was Gutes drinnen sein. Und es ist ja leider kein seltener Goldspieler. Es ist Costiello, der ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Der ist von den Werten her auf jeden Fall solide. Okay, wir merken uns, wir stehen jetzt insgesamt noch bei 1000 Münzen Verlust. Und der hier ist auch nochmal so 600 Münzen wert. Und dann schaue ich jetzt nochmal kurz, ob hier irgendjemand noch was wert ist. Also wie gerade angesprochen, Costiello ist auf jeden Fall was wert. So circa, ja, ich würde sagen 700, 600 Coins. Ich stelle ihn jetzt einfach mal hier rein, so für 700. 750 mache ich jetzt einfach mal. Wir rechnen es aber mal mit 700 Münzen. So, dann haben wir Femina. Hoppala, das war nicht gewollt. Der ist ca. 400 Münzen oder so wert. Das heißt, wir stehen bei 1100 Münzen. Die beiden kann man natürlich auch abstoßen. Das heißt, wir stehen dabei. Ja, wenn wir die für 300 abstoßen, stehen wir bei, wobei die könnte man auch für 400 verkaufen, sagen wir einfach mal circa 2000 Münzen mit den ersten Goldspielern, dann haben wir den hier am Start, der hier ist auch nochmal so 200, 300 Coins wert auf jeden Fall, wie wir hier sehen können, können wir reinstellen. Für 350, das heißt wir stehen bei 2350, Lamberts ist auch nochmal was wert, das war nicht gewollt, das war nicht gewollt. Manchmal laggt das ein bisschen. Keine Ahnung, ob das bei euch auch so ist. Der ist auch so 200, 300 Münzen wert. Sagen wir jetzt einfach mal 2500 Münzen. Und ja, sagen wir einfach, dieses Pack ist 2500 Münzen wert. Natürlich, diese Spieler hier könnte man auch noch abstoßen und so. Aber circa 2500. Das heißt, wir sind jetzt schon bei 1500 im Plus. Also wir sind schon 1500 im Plus und haben jetzt aber noch dieses 25k-Pack am Start. Vielleicht ist da ja sogar ein Leinwandspieler drinnen. Ah, sieht nicht danach aus.
sieht nicht danach aus. Es ist natürlich ein seltener Spieler und es ist ZDM. Es könnte Pizarro sein. Okay, kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja, ist jetzt leider ein bisschen enttäuschend für das 25k-Pack. Da hätte auf jeden Fall gut und gerne was Besseres drinnen sein können. Hier ist, glaube ich, auch nicht wirklich jemand jetzt extrem viel wert von diesen Spielern. Mal schauen. Ja, Allison zum Beispiel wahrscheinlich so 600 Münzen und die restlichen sind sicher auch nochmal so ein bisschen was wert, aber jetzt nicht extrem viel. Ich werde mir nochmal circa ausrechnen, was dieses Pack kostet. Also aus diesem Pack können wir locker so 4000 Münzen rausziehen. Es ist jetzt kein Spieler dabei, der extrem viel wert ist, aber die Spieler sind teilweise schon wesentlich mehr wert als der Abschlusspreis, sagen wir es mal so. Also 4000 Münzen nochmal aus diesem Pack und das heißt, wir stehen insgesamt bei 5500 Münzen im Plus. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet, wenn ja, dann tut es mir leid, aber ich habe mir das jetzt nicht aufgeschrieben, ich habe das jetzt einfach mal im Kopf gerechnet, müsste aber glaube ich passen. 5500 Münzen Gewinn ist eine starke Sache, würde ich mal sagen, und das war es an sich jetzt auch schon wieder mit dieser heutigen Squad Billing Challenge. Falls es euch gefällt, beziehungsweise falls ihr das mögt, dass ich da so eine Abrechnung mache, dass ihr auch wirklich wisst, okay, macht man da eher Gewinn oder eher Verlust, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da, schreibt es mir auch gerne mal in die Kommentare, checkt die Links in der Beschreibung ab. Leute, wir sehen uns beim nächsten FIFA 18 Video, ich bin gehypt. Vergesst nicht, habt immer High Hopes und ciao.